Als Hermine wieder zum Grimaldplatz zurückkehrte, ging sie ins Badezimmer und starrte ihr Spiegelbild an. Sie war dünn und sah müde aus. Ihre Haut war blass durch das fehlende Sonnenlicht. Ihre Züge waren kantiger, als sie es in der Schule gewesen sind, etwas anmutiger. Ihre hervorstehenden Wangenknochen ließen sie eleganter aussehen. Ihre Augen, nun, sie fand schon immer, dass sie ihre besten Eigenschaften waren. Groß und dunkel, aber mit ausreichendem Feuer in ihnen, sodass sie nicht zu naiv aussah. Ihre Haare blieben das Kreuz, das sie tragen musste. Immer noch buschig, aber es war eine Zwischenzeit lang genug, damit es immerhin etwas nach unten gehalten wurde. Sie behielt es geflochten, nach hinten gesteckt, damit sie es aus dem Gesicht hatte beim Tränkebrauen und Heilen. Sie ließ ihre Klamotten fallen und stieg in die Dusche. Das heiße Wasser, das auf ihrer Haut prasselte, fühlte sich wie Sicherheit an. Sie wollte es gar nicht mehr verlassen, aber als sie sich von Kopf bis Fuß abgeschrubbt hatte, brachte sie sich selbst dazu, das Wasser abzustellen und aus der Dusche zu gehen. Sie benutzte einen schnellen Rasierzauber an ihren Beinen und unter den Armen und trocknete sich ab. Sie wischte den Dampf vom Spiegel und nahm ihren Körper, den sie im Spiegelbild sah, kritisch unter die Lupe. Sie musste hoffen, dass Malfoys hauptsächliches Interesse ihren Verstand sein würde, denn sie war definitiv nicht Helen von Troia. Gestresst unter ihren Kurven zerfressen. Sie war knochig, mit dünnen Armen und Beinen. Sie war nicht unbedingt fehlerhaft, aber ihr fehlten generell etwas Polsterungen an Stellen, die Männer typischerweise gerne festhielten. Soweit es den generellen Sexappeal anging, lag sie im sicheren Mittelbereich. Es war einfach keine Eigenschaft, für die sie jemals Gedanken oder die Zeit gehabt hätte, um sie besser auszubilden. Während sie darüber nachdachte, wie sie sexuell rüberkommen würde, es schien nie etwas gewesen zu sein, das von eiliger Wichtigkeit war. Es ist ihr nie in den Sinn gekommen, dass der Krieg es von ihr verlangen könnte, sich selbst als Mätresse? Hure? Kriegspreis? Für einen Todesser anzubieten. Sie bemühte sich gar nicht erst darum, sich Gedanken über ihre Unterwäsche oder ihre Klamotten zu machen, wenn sie sich anzog. Es würde keinen Sinn machen, so zu tun, als ob sie Attribute oder Eigenschaften hätte, die sie nicht hatte. Sie würde ohne Zweifel schrecklich darin sein. Zu versuchen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, würde vielleicht ihre Grenzen ausreizen und ihr Blatt offenlegen. Als sie sich vorbereitete, um zu gehen, schaute sie in den Spiegel und fummelte an der Kette um ihren Nacken herum. Sie zögerte, bevor sie sie von unter ihrem Shirt hervorzog und das Amulett anschaute, das an der Kette baumelte. Der Anhänger von Aset. Eine winzige Krone saß über einem tiefroten Stein, ein Sonnenball platziert zwischen zwei Hörnern. Es ist Hermine gegeben worden, als sie für kurze Zeit Heilkunst in Ägypten studiert hatte, bevor sie nach Europa zurück ist, um in Österreich zu studieren. Sie nahm sie ab und steckte sie in eine abgenutzte Tasche unter ihrem Bett. Falls sie sterben sollte, würde Severus vermutlich wissen, was es war. Den Treffpunkt, den Malfoy angegeben hatte, war in einer Ortschaft namens Whitecroft. Moody apparierte sie hin und dann, nachdem er mit seinem magischen Auge für eine Minute die Gegend abgesucht hatte, verschwand er mit einem weiteren Plop wieder. Sie fühlte sich instinktiv alleingelassen, sodass ihre Haut anfing, weh zu tun. Hermine lief den Schotterweg der Adresse entlang und sah sich auf dem leeren Grundstück um. Unortbar oder nur ein Zwischenstopp, bevor sie an die richtige Adresse weitergeleitet wird. Nachdem sie sich nervös umgesehen hatte, schluckte sie schwer und fand sich damit ab, dass sie warten musste. Auf der einen Seite des Weges war ein Baumstumpf. Sie setzte sich hin. Nach einer weiteren Minute zog sie ein Buch hervor und behielt ihre Ohren in Alarmbereitschaft für alle Geräusche. Sie hatte 6 Seiten gelesen, als ein Geräusch auf ihrer linken Seite sie scharf aufschauen ließ. Das Licht eines schwebenden Eingangs erschien plötzlich auf dem leeren Grundstück und mit ihm fing an, eine heruntergekommene Hütte in ihrem Sichtfeld aufzutauchen. Draco Malfoy stand eingerahmt vom Licht in der Tür.
Sie hatte ihn seit über 5 Jahren nicht mehr gesehen. Sie steckte das Buch zurück in die Tasche und lief nach vorne. Ihr Herzschlag wurde mit jedem Schritt schneller. Er ist größer und breiter geworden. Die Überheblichkeit seiner Schultage ist weniger geworden und durch ein kaltes Gefühl von Macht ersetzt worden. Eine tödliche Gewissheit. Selbst nachdem sie die Stufen erklommen war, überragte er sie noch. Er war mindestens genauso groß wie Ron, aber er fühlte sich noch größer an. Rons Größe wurde immer durch seine Schlaksigkeit und seine Unbeholfenheit beeinflusst. Malfoy wurde jeden Zentimeter seiner Statur gerecht, als ob es ein zusätzliches Testament für seine Überlegenheit war, als er sie von oben herab anstarrte. Sein Gesicht hatte alles Jungenhafte verloren. Es war grausam schön. Seine kantigen, aristokratischen Züge waren von einer unnachgiebigen Härte geprägt. Seine grauen Augen waren wie Messer. Seine Haare waren immer noch fahl, weiß-blond und achtlos zur Seite gekämmt. Er lehnte sich lässig gegen den Türrahmen. Er ließ gerade noch genug Platz, damit sie eintreten konnte, solange sie an seiner Roben entlang streifte. Sie bemerkte den scharfen Geruch von Zeder in dem Stoff, als sie an ihm vorbeiging. Er fühlte sich gefährlich an. Sie konnte fühlen, wie er von dunkler Magie umgeben wurde. Auf ihn zuzugehen war so, als ob man auf einen Wolf oder Drachen zulaufen würde. Ihr ganzer Körper fühlte sich angespannt an, als ob sie ihm näher kam. Sie kämpft gegen eine Angst an, die sich anfühlte, als ob sie ihrer Wirbelsäule entlangschnitt. Das Gefühl der Rücksichtslosigkeit hing über ihm. Er hatte Dumbledore getötet, als er 16 Jahre alt war, und das ist nur der Anfang eines blutdurchtränkten Aufstiegs gewesen. Wenn man die Klinge eines Assassinen zu einem Mann machen würde, würde sie die Form von Draco Malfoy annehmen. Sie schaute zu ihm auf, nahm seine Erscheinung in sich auf. Wunderschön und verdammt, wie ein gefallener Engel. Oder vielleicht eher wie ein Todesengel. Es waren solche Klischees und dennoch trafen sie auf ihn zu. Wenn er hin- und hergerissen oder zwiegespalten sein soll, dann ließ er es sich nicht anmerken. Er schien einfach nur grausam unfreundlich und wunderschön. Malfoy, wenn ich es richtig verstanden habe, willst du dem Orden helfen, sagte sie, nachdem sie in die Hütte gelaufen war und er die Tür hinter ihr zugezogen hatte. Sie kämpfte gegen den Impuls an, zusammenzuzucken oder sich schnell umzudrehen, als sie das Klicken hörte. Sie war allein in einem Haus mit Draco Malfoy, an den sie sich verkauft hatte, im Austausch für Informationen. Den Beruhigungstrank, den sie genommen hatte, direkt bevor Moody sie herappariert hatte, wirkte kaum gegen die betäubende Furcht, die sich in ihr ausbreitete. Sie konnte es überall spüren. In ihrer Wirbelsäule und ihrem Magen und ihren Händen und wie sie sich um ihre Kehle zusammenzog, so sicher, als ob es sie erwürgen würde. Sie straffte ihre Schultern und zwang sich dazu, den Raum langsam in Augenschein zu nehmen. Das Gebäude schien hauptsächlich auf einem großen, leeren Zimmer zu bestehen. Es waren kaum irgendwelche Möbel zu sehen. 2 Stühle, ein Tisch, nichts anderes. Kein Bett. Du verstehst die Bedingungen? Sagte er mit kalter Stimme, als sie ihn anschaute. Eine Begnadigung und mich. Im Austausch gegen die Informationen. Beides. Jetzt und nach dem Krieg. Seine Augen funkelten mit einem Mix aus Grausamkeit und Genugtuung, als er dies sagte. Hermine wich nicht zurück. Ja, ich gehöre von jetzt an dir. Moody sagt, dass er als Bonder fungieren wird, falls du einen unbrechbaren Schwur benötigst, sagte sie und versuchte die Verbitterung aus ihrer Stimme zu halten. Er grinste. Das wird nicht notwendig sein. Ich vertraue auf die hohen Gryffindor-Ideale, die du hast, wenn du es jetzt schwörst. Ich schwöre es. Ich gehöre dir. Du hast mein Wort.
sagte sie sofort, sie ließ sich keine Zeit, um zu zögern. Sie wünschte sich, dass sie sich erfolgreich fühlen würde, dass er ihr einen Ausweg ließ. Aber wenn sie jetzt den Krieg gewinnen würde, dann wäre es wegen ihm. Sie würde ihm etwas schulden. Sie alle würden ihm etwas schulden. Bis wir gewinnen, darfst du nichts tun, was meine Fähigkeiten, dem Orden zu dienen, beeinträchtigen würde, sagte sie. Ah ja. Ich muss sicherstellen, dass du am Leben bleibst, bis das alles hier vorbei ist. Er grinste, als er sie von oben bis unten anschaute. Ich will, dass du es schwörst, sagte sie mit angespannter Stimme. Seine Augen funkelten, als er eine Hand über sein Herz legte. Ich schwöre es, sagte er mit aufgesetzter Stimme. Ich werde nicht deine Arbeiten für den Orden beeinträchtigen. Er schnalzte leicht mit der Zunge. Oh, aber du misstraust mir, oder nicht? Du bist besorgt, dass das alles nur ein Trick von mir ist, um ein Stück von dir zu bekommen, bevor der Krieg vorbei ist und du stirbst. Er zog eine Augenbraue nach oben. Mach dir keine Sorgen. Als Zeichen meiner Aufrichtigkeit werde ich dich noch nicht anfassen. Immerhin habe ich so lange gewartet, um dich als meinen Preis zu bekommen. Ich kann mich noch ein bisschen länger zurückhalten. Er lächelte sie wölfisch an. Und währenddessen lasse ich dich mit meinen Informationen zu deinem heiligen Orden zurückrennen. Und ich werde mich mit deiner wundervollen Gesellschaft zufrieden geben. Wenn Malfoy versuchte, Hermine nervös zu machen, dann machte er seinen Job wirklich gut. Als ob der Gedanke an was auch immer für grausame Dinge er mit ihr vorhatte, denen sie zugestimmt hatte, nicht schon schlimm genug wäre, schien das hinauszögern und es zu fürchten noch viel schlimmer. Sie knirschte mit den Zähnen und zwang sich selbst dazu zu atmen. Sie legte eine Hand hinter ihren Rücken und ballte sie fest zur Faust. Dann zwang sie sich dazu, ihre Finger langsam wieder zu öffnen, sich selbst zu fassen, ihren Verstand frei zu räumen. So war es besser. Je länger er wartete, um zu handeln, desto länger hatte sie Zeit, sich seiner Loyalität zu sichern, einen Weg zu finden, ihn unter ihre Kontrolle zu bringen, bevor er genug von ihr hatte. Sie nickte kurz. Okay, das ist großzügig von dir. Er legte seine Hand weiter über sein Herz. Du weißt gar nicht, welche Freude es mir bereitet, das zu hören, sagte er mit gekünstelter Begeisterung. Hermines Augen verengten sich. Sie konnte ihn nicht verstehen. Seine wahren Motive entgingen ihr komplett. Sie hasste es, wie benachteiligt er sie machte. Aber weißt du, sagte Malfoy plötzlich und sah nachdenklich aus. Vielleicht solltest du mir etwas geben. Hermine starrte ihn an. Etwas, um mein kaltes Herz zu wärmen, sagte er, während er sie anzüglich angrinste.